Jo, Servusle zu einem weiteren Part Glücksrad. Diesmal wieder die Amiga-Version und ich sag's gleich vorweg. Das ist jetzt der 15. Part Glücksrad. Und somit ist zumindest für mich dieses Projekt vorerst mal beendet. Wir haben die diversesten Versionen gezockt. Amiga-Version, C64-Version, Mega Drive-Version, Gameboy-Version und so eine dubiose Windows-Version. Für mich reicht jetzt erst einmal, 15 Parts ist ausreichend, das ist schon viel zu viel für so ein Projekt. Sollte ich das eine oder andere Glücksrad noch irgendwo auftreiben, gibt's natürlich noch ein Nachfolgeprojekt, noch Nachfolgeparts. Aber von den Amiga- und C64-Versionen und den anderen Versionen, die wir bis jetzt schon angespielt haben, gibt's nichts mehr. Das reicht jetzt. 15 Parts ist einfach genug. Fangen wir einfach mal an, wie es halt immer ist. Wir müssen wieder die Anzahl der Spieler wählen, ich muss meinen Namen eingeben. So, hoppala, das ist der Akku umgefallen. Der Akku meiner E-Zigarette. So. Erste Runde, wir spielen gegen die Sarah und den Martin. Kategorie Gruppe und ich drehe. Kurzes Wort. Und ich nehme das Envy Nordpol. Einmal vorhanden. Wir drehen wieder. Und kommt nah nicht einmal. Ich dachte, ich komme auf Aussetzen. Wir nehmen das T wie Theodor. Na, nehmen wir das L wie Ludwig. Kein L hätte doch das T nehmen sollen. Ja, immer aufs Erste hören. Immer auf den Bauch hören. Sarah ist dran und dreht. Oh, Sarah. Also geht's lieber nicht. Dann habe ich noch drei Bücher gefunden und neu gebunden. Ja, Sarah dreht weiter. Sarah dreht am Rad. Für 150 nimmt sie ein D wie Dora. Gruppe. Das Baumrinde, aber es ist ja keine Gruppe. Könnte auch Runde heißen. Eine Ahnung. Kein I, also ist es nicht die Rinde. Martin nimmt einen CBC-Sack, kommt nicht vor. Und wir drehen. Und bekommen einen extra Dreh. Sehr schön. Dann drehen wir nochmal. Haben wir mal Glück hier in diesem Part. Für 150 nehme ich ein KW Konrad. Kaufe ein U. Ich habe keine Ahnung. Kaufe ein O. Oder ein A. Ein O. Ach so, ich habe nichts mehr. Ich muss drehen. So viel Kohle habe ich nicht.
weiß es nicht. Ein S wie Siegfried. Ach, Skatrunde. Ach, bin ich schon Depp. Möchte lösen. Ja, Skat ist nicht mein Spiel. Genauso wie Schafkopf, das gefällt mir auch nicht. Bin mehr so der 66er. Nürnberger Dregner von O. Spiele ich gern. Aber Skat? Nee, danke. Ja, das war die erste Runde. Zweite Runde, der Extra-Dreh fällt in dieser Runde weg. Kategorie Ereignis und die Sarah ist dran. Für 400 nimmt die Sarah ein Envy Nordpol. Ereignis mit drei Wörtern. Könnte ja schon wieder alles heißen. Ja, für 200 nimmt sie ein R. Zweimal. Zweimal vorhanden. Ja, ich überlege. Mir fällt aber nicht ein. Sie kauften E. Oh, viermal. Ferien in Madden ist dran. Ein Ferien kann es nicht heißen, da hinten ist noch ein Buchstabe. Oh, ein T wie Theodor ist nicht vorhanden, wir drehen. Könnte Fernsehen heißen. Ich probiere es mal mit dem F. Serien im Fernsehen. Ich möchte lösen. Ach, da fehlt noch was. Serien. Ah, ich hab's verkackt. Nein, es sind nicht die Serien. Genauso wenig wie die Ferien. Ich hab den einen Buchstaben da hinten jedes Mal übersehen. Verdammt. Habe ich mich übernommen jetzt mit dem Lösen. Kein C wie Cäsar. Martin ist dran. Ja, das heißt auf jeden Fall Fernsehen. Im Fernsehen. Madden räumt ab. MW Marta ist natürlich vorhanden. Und Martin dreht. Nur 300. Ein H wie Heinrich ist natürlich da. Aber mir will das erste Wort nicht einfallen. Kommt aber auch nichts mehr.
Kein Elvi Ludwig, wir drehen. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Ich versuch's mit einem VW Victor. Nicht vorhanden. Also kein Fer. Kauft ein A, nicht vorhanden. Der Martin ist dran. Ich weiß es nicht. Wir sind dran. Wer weiß es schon? Bitte in die Kommentare, mich würde es sehr interessieren. Ich habe keinen blassen Schimmer. Immer ein Babybatter. Oh, Werbung im Fernsehen. Ach, bin ich ein Depp. Mann, bin ich bescheuert. Werbung im Fernsehen, das war so offensichtlich. Und ich kam nicht drauf. Wahrscheinlich, weil ich mir Werbung im Fernsehen nie anschaue. Tja, dritte Runde. 5000, 2 Bankrott, 2 Aussetzen. Kategorie Natur. Kommt jetzt wieder sowas wie Nasenbär. Und der Martin dreht und dreht und kommt auf Bankrott. Ja, Tatsache. Wir sind dran. Wir drehen. Und. Nehmen ein Envy Nordpol. Nicht vorhanden, verdammt. Ja, Sarah dreht und kommt auf Bankrott. Nein, nicht mal 300, ein RB Richard. Zweimal vorhanden. Sarah dreht. Devidora nicht vorhanden. Martin dreht. TV Theodor. Einmal. So, Martin dreht nochmal. Und ich überlege. Ich habe keine Ahnung. Christrose. Christrose ist es. Ja, drehen wir mal und schauen, dass wir das Haar noch bekommen. Eine Christrose, eine Blume. So, holen wir uns das Haar wie Heinrich. Und dann wollen wir lösen. Christrose. Ja, sehr schön.
Wieder eins gelöst. Tja. Da habe ich wohl nicht die meisten Punkte bekommen, also gibt es auch keine Bonuspunkte und keine Bonusrunde. Ja Leute, das war der Part Nummer 15 von Glücksrad auf dem Amiga. Wie schon am Anfang erwähnt, ist dies der letzte Part Glücksrad, vorausgesetzt. Es gibt nicht noch irgendwo eine Version, die ich euch präsentieren könnte. Die Versionen, die wir bis jetzt angezockt haben, also sprich C64, Amiga, Mega Drive, Game Boy und diverse als eine komische Windows-Spiel, werde ich nicht mehr zocken. Die könnt ihr euch bei mir auf dem Kanal anschauen, die könnt ihr in der Playlist finden. Für mich war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und bis zum nächsten Mal zu einem anderen Projekt. Und bis dahin sage ich Servusle. Eier Doschten.